Hallo zum neuen Video. Heute soll es mal um die Parkside-Schlagbohrmaschine gehen, die PSBM 750 in der Ausführung B3. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann solltest du jetzt dranbleiben. Ja, eine Einsteiger-Schlagbohrmaschine kommt hier von Parkside aka Lidl mit 3 Jahren Garantie, 750 Watt und maximal 10 Newtonmeter. Ja, leider nur 10 Newtonmeter an Drehmoment. Ein sehr beliebtes Modell, dennoch, da sie sehr klein und handlich ist und sich eigentlich in jeden Haushalt so integrieren kann. Und für die meisten wird so eine Maschine auch locker ausreichen, wenn ihr mal irgendwie ein Bild aufhängen möchtet oder irgendwie mal irgendwo ein Loch hineinbringen möchtet, dann reicht eine solche Maschine in der Regel hin. Wie gesagt, 750 Watt an Leistung. Wir haben eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute und eine Schlagzahl von 48.000 Umdrehungen pro Minute. Wir können damit bis zu 30 mm in Holz bohren, 14 mm in Beton und 12 mm in Stahl. Die Bohrmaschine wiegt knapp 2 Kilogramm, nämlich 1,8 Kilogramm. Verfügt über Rechts-Links-Lauf und einen tiefen Anschlag aus Metall. Ich würde sagen, wir packen es mal aus und dann gucken wir es uns gleich etwas genauer an. Ja, ich habe noch gar nicht gesagt, was die Maschine kostet. Derweil schaut euch mal hier dieses Parkside-Köfferchen an. An beiden Seiten ein Aufkleber drauf, der dann auch verrät, was darin enthalten ist, wenn wir das Gerät so, wie es jetzt steht, im Regal stehen haben. Kostet so die Maschine etwa 30 Euro, ist natürlich ein Tagespreis. Und könnt ihr euch unten, wenn ihr dem Link folgt, ich habe es euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, dann auch abrufen. Und dort könnt ihr dann auch sehen, was das Gerät dann tagesaktuell kostet und ob es überhaupt noch vorhanden ist. Manchmal sind die Geräte natürlich auch ausverkauft. Dann empfehle ich euch, setzt dieses Video einfach auf eine Playlist und guckt euch die Playlist von Zeit zu Zeit nochmal an. Und dann werdet ihr mitunter bei dem Gerät auch fündig. Jetzt geht es gar nicht auf. Doch, so. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben eine Bedienungsanleitung dabei. Wenn ihr euch die im Vorab schon mal runterladen möchtet, lidl-service.com oder jetzt einfach hier diesen QR-Code scannen, dann könnt ihr da vorher schon mal reingucken. Das Gerät wird von der Companas Handels GmbH hier in den Verkehr gebracht. Und so sieht das aus. Also wirklich sehr kompakt hier in den Koffer gleich mit eingelegt. Ihr habt aber dennoch genügend Platz, um hier vielleicht noch eine Bohrkassette oder ähnliches dann auch mit reinzubringen. Meistern könnt ihr natürlich mit dieser Schlagbohrmaschine nicht, das sollte klar sein. Dazu braucht ihr dann Bohrhammer, Bohr- und Meißelhammer viel mehr. Es gibt ja auch Bohrhammer, die auch keine Meißelfunktion haben. Was wir hier allerdings haben bei der Maschine, ich nehme die mal raus. Wir haben diesen zweiten Handgriff hier, den wir hier in verschiedenen Positionen an der Maschine dann auch verstellen können. Das geschieht, indem wir das hier einfach einmal aufdrehen. Und ihr seht schon, dann können wir das Ganze hier auf der Maschine dann auch verschieben. Und hier unten drunter ist ein kleiner Nippel. Seht ihr das? Das ist ein Rastpunkt und der rastet dann hier in diese Punkte dann ein und damit könnt ihr das dann in eine verschiedene Position bringen, dann festziehen, wenn ihr eine ergonomische Position für euch gefunden habt. Ihr solltet diesen Handgriff auf jeden Fall auch dran lassen, denn so eine Maschine ist natürlich auch schnell mal dabei und verkantet irgendwie und wenn euch eine Maschine einmal richtig verkantet ist, dann könnt ihr euch tatsächlich sogar das Handgelenk brechen. Vielleicht nicht unbedingt bei dieser kleinen Maschine, aber wehtun könnt ihr euch auf jeden Fall damit. Ihr seht auch schon, hier ist auch der Metallanschlag gleich mit drauf. Damit könnt ihr das so machen, dass ihr den zum Beispiel so weit hier hinausfahrt. Und dann könnt ihr zum Beispiel 5 cm tief in eine Wand eintauchen. Wenn wir uns hier noch zum Bohrer vorstellen, dann begrenzt das natürlich die Einschlagtiefe. Und das ist natürlich auch mal ganz hilfreich. Ihr könnt das, wenn ihr das nicht braucht, natürlich auch komplett entfernen. Einfach hier diese Taste drücken und dann wird das hier einfach, oder könnt ihr dann das einfach hier herausziehen. Ja, was wir noch machen können, ist, wir können das Ganze verstellen. Einmal auf nur bohren, dann bohren wir ohne Schlag und wir können das Ganze auf Schlagbohren stellen. Das ist diese Hammerfunktion hier und dann ist der Schlag auch gleich noch mit zugeschaltet. Hier oben können wir die Geschwindigkeit so ein bisschen einstellen. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Das ist allerdings ein bisschen unhandlich, muss ich wirklich sagen. Das hätte man so ein bisschen weiter rausgucken lassen können. Für große Finger, so wie ich sie hier habe, ist das recht unbequem. Vorne haben wir ein Metallbohrfutter mit drauf, womit wir auch Schaftbohrer von 13 mm Stärke einspannen können. Das reicht in der Regel für die meisten Bohrer auch aus. Und wir haben natürlich einen Schnellverschluss hier mit dran.
Das gehört natürlich heute zum Standard mit dazu. Ein Rechts-Links-Lauf haben wir hier mit dabei, wobei wir da keine Sperrfunktion noch extra haben. Bei manchen Maschinen ist hier, wenn wir das in die Mitte stellen, eine Sperrfunktion, sodass wir das nicht auslösen können. Was wir allerdings haben, wenn wir den Abzugshebel hier nach hinten drücken, wir können den hier einrasten lassen. Dann können wir eine Dauerfunktion sogar einstellen. Wir haben die Möglichkeit, das Ganze natürlich in einen Bohrständer einzubringen. Viele suchen eine günstige Maschine für einen Bohrständer und da bietet sich sowas dann natürlich an. Und da müsst ihr natürlich darauf achten, dass ihr das auch auf Dauerbetrieb stellen könnt. Ansonsten macht so ein Bohrständer wenig Sinn, wenn ihr mit einer Hand oben den Abzugshebel die ganze Zeit halten müsst und mit der anderen Hand dann irgendwie eintaucht. Dann ist das alles so ein bisschen unpraktisch. Also achtet darauf, wenn ihr solche Maschinen für einen Bohrständer sucht, dass die auf jeden Fall auf Dauerbetrieb gestellt werden können. Der Handgriff selbst ist hier ringsherum nochmal gummiert, liegt also sehr gut in der Hand und auch der Abzugshebel selbst hat hier vorne nochmal eine Gummierung, dass wir hier schlecht abrutschen können. Ja, Kabel ist auch dran, das hatte ich schon gesagt. Insgesamt ist dieses Kabel hier 3 Meter lang, sodass ihr hier einen genügenden Arbeitskreis auch einhalten könnt. Ja, die Maschine hat einen Bürstenmotor drin. Leider können wir an die Bürsten hier so nicht ran. Dazu müssten wir die Maschine komplett auseinandernehmen. Manchmal ist es ja so, dass wir hier so kleine Drehverschlüsse noch mit dran haben an beiden Seiten, wo wir dann direkt dann die Kohlen auch entnehmen können oder die Bürsten dann entnehmen können. Und das ist hier, wie gesagt, nicht der Fall. Ich denke mal, dass man die Maschine dann, wenn man sie nicht unbedingt aufschrauben will, dann entsorgt. Aber erstmal kommt er auf jeden Fall ein paar Jahre, je nachdem, was er damit macht, dann natürlich auch hin. So, die meisten von euch werden ihn schon kennen, den berühmt-berüchtigten Stein. Mittlerweile in zweiter Generation. Einen Stein habe ich schon zerstört. Der ist 40 Jahre ungefähr alt. Und wir können davon ausgehen, dass er besonders hart ist, denn Beton härtet im Laufe der Jahre natürlich nochmal speziell aus. Das heißt, wir haben hier schon einige Maschinen dran ausprobiert. Viele haben auch da schon versagt, muss man wirklich sagen. Wir werden das jetzt mit dieser Maschine mal ausprobieren. Und ich habe das ja schon hier in einem gesonderten Video mal vorgeführt. Es gibt Betonbohrer der Marke Presch. Schaut euch das Video mal an, ist unten auch nochmal verlinkt. Hiermit könnt ihr auf jeden Fall noch einiges bewegen. Muss man natürlich beachten, diese Bohrkassette ist ungefähr gleich teuer wie die Maschine selbst. Aber gute Bohrer sind durch nichts zu ersetzen. Ihr werdet das gleich sehen, wie wir hier hoffentlich dann auch in den Stein eintauchen können. Ich werde jetzt hier meinen Bohrer einspannen und zwar nehme ich den 8er. Es gibt die Betonbohrer natürlich auch mit SCS Plus und sowas. Da kommen demnächst noch einige Videos. Wenn euch das interessiert, solltet ihr den Kanal jetzt abonnieren. Dann könnt ihr hier nichts mehr verpassen. So, das Ganze spannt sich dann automatisch, wie ihr hört. Jetzt werden wir die Maschine das erste Mal in Betrieb nehmen. Gehen wir erstmal auf Bohrstufe. Dann gehen wir auf Hammerstufe. Das werden wir jetzt keinen großen Unterschied hören. Der Unterschied wird dann generiert, wenn wir hier dann auf den Stein aufsetzen. Schauen wir uns nochmal an, wie das hier mit dieser Geschwindigkeitsverstellung ist. Ja. Das hört sich jetzt nicht ganz gesund an. Also wenn wir uns gleich hier mal den Rundlauf angucken, ist bei solchen Maschinen nicht ganz so wichtig wie zum Beispiel bei einem Akkuschrauber, wo wir vielleicht auch in Holz präzise eintauchen möchten. Hier sollte das vielleicht dann doch ausreichend sein. So, ich habe jetzt den Handgriff nochmal einmal verstellt, sodass der hier ein bisschen ergonomischer ist. Und jetzt werden wir hier mal probieren, ob wir hier irgendwo eintauchen können. Nehmen wir mal hier eine frische Stelle, wo noch nichts gewesen ist. Also ich denke mal, ihr seid auch genauso begeistert wie ich, was man mit so einer 750 Watt Maschine tatsächlich auch alles anfangen kann. Wie gesagt, ausschlaggebend ist nicht unbedingt immer die Bohrmaschine, sondern es kommt ein bisschen auch auf die Bohrer an. Wenn ihr das aber so in dieser Kombination hier nutzt, wie ich das hier genutzt habe, ist auf jeden Fall auch so ein starker Betonstein oder so ein extrem harter Betonstein kein Problem mehr für euch. Hier schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dieser Maschine hier haltet. Ich denke mal, die Zielgruppe ist hier hauptsächlich junges Volk. Das heißt, Leute, die vielleicht gerade eine Partnerschaft eingegangen sind und ein bisschen irgendwie ein paar Bilder aufhängen wollen oder sowas in der neuen Wohnung. Oder vielleicht für Heimanwender, die gerade mit einer Werkstattausstattung starten wollen. Vielleicht auch für Leute, die schon eine Werkstatt haben
und vielleicht noch eine Bohrmaschine suchen, die Sie irgendwo in den Bohrständer einspannen können. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr mit dieser Maschine hier machen würdet. Vielleicht hat der eine oder andere diese Maschine auch schon zu Hause und kann den ersten Erfahrungsbericht dazu auch ablegen. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es ein paar Fragen von euch geklärt hat, wäre es nett, wenn ihr mir einen Daumen hoch dafür da lasst. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.